Ja, mein Name ist Markus Czogalla. Ich bin bei der IHK Südlicher Oberrhein, Geschäftsbereichsleiter Recht und Steuern. Ich bin selber Jurist. Das sage ich deswegen dazu, damit die Teilnehmer gleich wissen, welche Fragen sie mir stellen können und welche nicht. Also ich kann jetzt weniger was zu wirtschaftlichen Belangen von Unternehmen sagen, was die Kalkulation angeht, aber eben den rechtlichen Rahmen. Dazu kann ich dann schon was sagen. Und ich bin unter anderem auch neben weiteren Kollegen dann verantwortlich für diese Antragsbearbeitung bei der Soforthilfe. Super, vielen Dank. Und das geht dann nahtlos über, diese Beantragung in Richtung Banken. Insofern, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, Herr Rothenthal. Guten Abend, mein Name ist Kai Rothenthal. Ich bin Regionalleiter im Firmenkundengeschäft der GLS Bank und für die Regionen Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig. Genau, ich kann mit Kalkulation was anfangen, weil ich bin gelernter Banker und wir versuchen das so unbürokratisch wie möglich für uns im Interesse unserer Kunden zu handeln. Super, vielen Dank. Und Frau Böhme vertritt die Wirtschaftsförderung. Also da geht es darum, was können wir hier lokal tun, beziehungsweise ja, wo sind da welche Limits, welche Zuständigkeiten, welche Netzwerke? Möchten Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein darf. Mein Name ist Hanna Böhme. Ich bin Geschäftsführerin oder eine von zwei Geschäftsführern bei der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH. Von daher einmal für die Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig, aber auch ein Unternehmen. Wir sind ja eine GmbH und Co. KG, 100-prozentige Tochter der Stadt, die aber auch sehr gebeutelt ist, weil wir natürlich viele der Verbote, die aktuell im Raum stehen, auch uns ganz konkret treffen. Von daher freue ich mich auf das Gespräch. Super, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Dann schlage ich vor, dass Herr Czogalla einfach in den Überblick gibt, ein kleines Referat, 10-12 Minuten in etwa hält. Und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Ablauf ist so, dass wir drei Referate haben, dass wir einfach die wichtigsten Informationen an Sie weiterleiten. Und im Anschluss gibt es eine Fragerunde und wir schauen, dass wir in etwa in einer Stunde dann vom dem Webinar dann fertig sind. Insofern, Herr Czogalla, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, von dieser Situation, von der Corona-Pandemie wurden wir ja alle überrascht, sozusagen mitten rein ins Leben. Ich habe meinen Teil mal so ein bisschen strukturiert. Und wenn man da drauf schaut, vielleicht, Herr Stör, können Sie mal ganz kurz die Folie 1 von mir einblenden, damit die Leute so etwa wissen, wo sie sich da bewegen. Genau, also es sind im Prinzip zwei Parts. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so arg lang überziehe. Wenn nicht, Herr Stör, dann zeigen Sie mir mal kurz die Reißleine oder irgendeine Signalglocke, dass ich mich da wieder reinfinde dann. Also zunächst erstmal natürlich die Frage, was kommt eigentlich rechtlich auf Unternehmen zu? Wir werden ja auch regelmäßig von Unternehmen dazu befragt. An der Stelle möchte ich gleich ausholen und sagen, wir haben eben speziell für die Corona-Beratung bei uns bei der IHK zwei Telefonnummern freigeschaltet, sodass man da jetzt nicht irgendwo im Servicecenter bei uns anlandet und dann irgendwo sich durchfragen muss. Die Servicenummern sind auf der Folie 2, Herr Stör. Genau, also das ist einmal die 385-8823 und die 824, je nachdem, um was es geht. Wir haben es so ein bisschen aufgeteilt, wenn es eher um die rechtlichen Fragen geht und auf der anderen Seite, wenn es eher um das Thema Fördergelder, wie komme ich an mein Geld dran. Wenn wir jetzt wieder auf die Folie 1 gehen, dann, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal diesen rechtlichen Teil, so ein bisschen Arbeitsrecht, Vertragsrecht. Welche Ersatzansprüche gibt es eigentlich, wenn der Staat meinen Laden zumacht? Und der zweite Teil natürlich dann die Soforthilfe, die nun in aller Munde ist. Beim rechtlichen Part gilt, also klar, wir haben ja eine ganze Reihe von rechtlichen Regeln, die ein Unternehmer so beachten muss. Und ganz im Zentrum steht dieses schöne Buch hier, jetzt etwas spiegelverkehrt für Sie, aber eben das bürgerliche Gesetzbuch. Und was ich damit sagen will, dieses bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahr 1900 kannte natürlich die Pandemie in dieser Form nicht. Aber eins ist auch klar, Vertragsrecht muss grundsätzlich eingehalten werden. Egal, was Sie draußen hören, Mietverträge gelten grundsätzlich weiter, Lieferverträge
gelten grundsätzlich weiter. Es besteht auch grundsätzlich weiterhin eine Abnahmepflicht. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Anlieferungspflicht. Und man muss jetzt versuchen, wie man in diesem rechtlichen Rahmen da irgendwie zu vernünftigen Lösungen kommt, vor dem Hintergrund, dass eben rein praktisch manches momentan gar nicht funktioniert. Im Arbeitsrecht kommen immer wieder Fragen ran, wie sieht das jetzt aus mit der Lohnfortzahlung? Insbesondere die Frage Kurzarbeit, das steht ja im Raum. Unternehmer haben die Möglichkeit, wenn eben betrieblich beispielsweise durch eine Schließung oder aber weniger Umsatz eben nicht mehr so viel Arbeit anfällt wie bisher, dass man dann eben Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Das bedeutet, entweder arbeiten die Leute weniger oder aber es reduziert sich sogar auf null. Und in dem Fall übernimmt der Staat dann die Lohnfortzahlung und jetzt neu auch die Sozialversicherungsanteile. Das ist zumindest mal da eine Möglichkeit. Ansonsten ist es sowohl für den Arbeitnehmer als für den Arbeitgeber eine klare Sache. Der Vertrag muss eingehalten werden. Wenn ich also da nicht zu einer Lösung komme, dann muss ich weiterhin meine Arbeitnehmer bezahlen, auch wenn mein Geschäft geschlossen ist. Kündigung, aber das wird relativ schwierig. Es geht also erstens mal nicht so schnell. Und zweitens mal ist jetzt allein der Umstand, den wir momentan haben, jetzt noch nicht unbedingt dafür geeignet oder reicht noch nicht aus, um da direkt eine Kündigung auszusprechen. Schwieriger wird es dann, wenn der Betrieb wirklich dauerhaft in erhebliche Schwierigkeiten kommt oder dauerhaft eben das Geschäft wegbricht. Dann kann man über sogenannte betriebsbedingte Kündigungen sich unterhalten, aber das sind immer relativ lange, mühselige Wege. Also hier ist das Thema Kurzarbeiter und Kurzarbeitergeld bei uns momentan ein sehr stark gefragtes Thema. Viele, die beispielsweise ein Geschäft haben, ein Ladenlokal haben, fragen dann, wie sieht es aus mit der Miete zum Beispiel. Da hat die Bundesregierung gerade in der letzten Woche ein Gesetzespaket durchgegeben, dass zumindest mal die Mietzinszahlung auch bei Gewerberaummiete gestundet werden kann. Also aufgeschoben werden kann, und entgegen dem Volksmund heißt es noch lange nicht, dass man einfach die Miete gar nicht mehr zahlen muss, sondern es wird eben erst einmal gestundet, das heißt aufgeschoben. Es gibt auch einige große Filialisten, die dann sagen, wir zahlen jetzt gar nicht mehr, oder sie sagen ihren Vermietern, wir zahlen schlicht und ergreifend die Miete nicht mehr. Wir wollen, dass die Miete jetzt mal komplett ausgesetzt wird und wir das auch nicht nachzahlen müssen. Man kann darüber sprechen und es kann auch für Vermieter sinnvoll sein, hier eine Regelung entsprechend mit dem Mieter einzugehen. Denn man möchte ja auch, dass der Mieter überlebt, wenn man einen guten Mieter hat. Aber nochmal, vom Grundsatz her gibt es den Mietvertrag. Das Geschäftslokal ist angemietet und dann muss ich auch die Miete bezahlen. Nochmal, die Bundesregierung hat es ja verabschiedet, es besteht die Möglichkeit zur Stundung, die kann ich in Anspruch nehmen, deswegen kann mir nicht gekündigt werden. Aber es heißt eben nicht, dass ich pauschal gar keine Miete mehr zahlen muss, sondern ich zahle es dann später nach. Dann ist immer die Frage, wenn ich schon den Schaden habe im Unternehmen, weil mein Geschäft überhaupt nicht mehr läuft, weil Lieferketten unterbrochen sind, weil ich meinen Betrieb schließen musste durch die Allgemeinverfügung, dann ist immer die Frage, welche Entschädigungsansprüche habe ich denn? Und da waren gerade am Anfang einige sehr findig und haben dann festgehalten, naja, das ist ja eine Grippe, das ist ja eine Infektion. Und dann kommt das Infektionsschutzgesetz und dann steht uns doch ein Entschädigungsanspruch zu. Und was dann stattgefunden hat, war eigentlich nicht so schön, weil die Unternehmen haben sich dann an die behördlichen Stellen gewandt und haben dann aber die Auskunft bekommen, da gibt es erstmal nichts, jedenfalls mal nicht nach dem Infektionsschutzgesetz. Es gab tatsächlich also eine Lücke, denn nach dem Infektionsschutzgesetz bekomme ich nur dann einen Ersatz als Unternehmer, wenn tatsächlich mein Betrieb, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, ärztlich geschlossen wird. Das bedeutet, weil ich bei mir einen Infektionsfall im Unternehmen hatte. Und dann ist auch
in der Rechtsprechung immer noch nicht so ganz klar, wie weit dieser Entschädigungsanspruch geht. Also das war alles sehr langwierig, das ging nicht schnell genug. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, dass Unternehmen sich über Kredite wieder mit Geld versorgen können, wenn sie jetzt momentan in Liquiditätsproblemen sind. Aber es gibt eben auch viele Unternehmen, die nicht so leicht an Kredite rankommen. Und also gab es vor 2 Wochen dann das Landesprogramm auf die Soforthilfe, gerade für die kleinen Unternehmen, dass die dann kein Darlehen in Anspruch nehmen müssen, sondern dass sie tatsächlich einen richtigen Zuschuss bekommen, um jetzt eben diese schwierigen Wochen zu überstehen. Und damit sind wir automatisch schon in meinem zweiten Teil drin, nämlich die Soforthilfe von Bund und Land. Ursprünglich war es nur das Land. Das haben die Länder, manche Länder haben es tatsächlich separat so geregelt. Es gibt auch Länder, in Rheinland-Pfalz habe ich gehört, da gab es diesen Zuschuss zunächst gar nicht. Hier in Baden-Württemberg schon. Der ist gestaffelt. Und da würde ich Sie auch bitten, dass Sie einfach nochmal auf unsere Homepage gucken, welche Beträge man da beantragen kann. Da gibt es unterschiedliche Nenngrößen, also bis 10 Mitarbeiter sind es, jetzt muss ich selber gerade mal kurz passen, bis fünf Mitarbeiter sind es 9.000 Euro und die weiteren Staffeln, also wie gesagt, da würde ich einfach bitten, dass Sie mal bei uns auf die Homepage draufschauen und dann den richtigen Betrag dort angeben können. Es ist aber ganz wichtig, es reicht nicht, wenn man jetzt sagt, ich brauche 9.000 Euro, die schreibe ich jetzt einfach mal rein, sondern ich muss es natürlich auch begründen. Es muss plausibel sein. Es ist ein Antrag, wo ich dann reinschreiben muss. Also allein, dass ich jetzt einen Umsatzeinbruch habe, das reicht nicht, um so einen Landeszuschuss zu beantragen, sondern ich muss dann schon sagen, ich habe aber Ausgaben und die Ausgaben laufen weiter und meine Einnahmen sind halt nicht da. Das ist ein Klassiker, dann habe ich einen Liquiditätsengpass. Das kann sogar ich als Jurist Ihnen erklären. Da brauche ich jetzt kein BWL studiert zu haben. Und ich bitte auch die Unternehmen, ja, sie sind zu wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet. Aber es gilt auch, was Olaf Scholz gesagt hat und was auch unser Ministerpräsident Kretschmann gesagt hat, den Unternehmen wirklich schnell Geld zukommen zu lassen und möglichst einfach. Also es muss plausibel sein, aber Sie müssen es bei der Plausibilität auch nicht gnadenlos übertreiben. Füllen Sie die Anträge aus, schauen Sie erstmal, wie Ihre Liquidität aussieht und wenn dort es einfach nicht mehr zusammenpasst, dann gehen wir auch davon aus, dass Sie antragsberechtigt sind. Beantragen kann man das auf der Homepage baden-württemberg.de, da gibt es das Antragsformular. Und dann kann man den Antrag hochladen unter BW-Soforthilfe. Und das geht eigentlich relativ schnell. Also, und wenn man es beantragt, wir brauchen momentan so etwa 1 bis 2 Tage für die Antragsbearbeitung. Und die Landesbank braucht auch noch mal ein paar Tage. Aber wir gehen davon aus, dass so in der Woche bis anderthalb, wenn das gut durchläuft und wenn alles vollständig ausgefüllt ist, dass man dann auch zu seinem Geld kommt. Herr Stör, Sie hatten vorher, bevor wir uns hier live geschaltet haben, schon berichtet, da gibt es auch schon einige schöne Beispiele, wo Sie auch im Gespräch waren, wo jetzt tatsächlich auch das Geld dann schon gelaufen ist oder geflossen ist. Jetzt könnte ich noch viel weiter erzählen, aber meine Zeit ist jetzt erstmal um. Ich würde sagen, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die gleich nachher im Laufe unseres Vortrags und ich gehe dann auch gerne drauf ein. Wie gesagt, zahlreiche Informationen haben wir zusammengefasst auf der Homepage. Vielleicht noch eine kleine Frage, die Sie beantworten können, weil sich heute was geändert hat. Entnehme ich auf Ihrer Homepage, dass seit heute 9 Uhr gibt es neue Anträge, sprich die Antragsmöglichkeiten über das Landesförderprogramm würden für einige Beteiligte jetzt durch dieses Bundesprogramm ersetzt. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen, weil das jetzt... Das stimmt. Ich habe eigentlich deswegen nichts dazu gesagt, weil unterm Strich für die Unternehmen sich dabei nicht so wirklich viel ändert. Weil vom Grundsatz her gab es ja auch schon davor eben für die Mitarbeiterzahlen bis zu 10, gab es ja auch davor im Land bislang eben schon dann diese Fördermittel. In Baden-Württemberg sogar bis 50 und was der Bund jetzt eingeführt hat,
sind eben diese Zuschüsse für Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern. Ab 10 und bis 50 geht das Ganze aus Landesmitteln und bis 10 dann eben aus Bundesmitteln. Am Zahlungsweg ändert sich da nicht viel. Es läuft dann beides über die L-Bank, die Auszahlung. Also insofern hat sich da jetzt nicht so wirklich viel geändert. Eine Spezialität vielleicht schon. Wer als kleiner Unternehmer bislang noch nicht die Fördermittel, den Zuschuss, ich sage immer Fördermittel, das ist Quatsch, den Zuschuss voll ausgeschöpft hat, der kann jetzt nochmal für den Restbetrag einen Antrag stellen. Aber es wäre jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich habe jetzt letzte Woche das vom Land bekommen und dann beantrage ich diese Woche nochmal vom Bund. Das wird nicht gehen. Also man kann höchstens nochmal einen Ergänzungsantrag stellen, wenn man vielleicht im ersten Schwung zu wenig ausgerechnet hat und jetzt eben noch mehr braucht. Super, vielen Dank. Ich denke, das reicht auch erstmal für die ganz wichtigsten Infos. Wir schauen dann, welche Fragen auf uns zukommen. Und ich bitte den Herrn Odenthal zu übernehmen, vielleicht ein bisschen was zu erklären. Wo kommt die KfW ins Spiel? Wie laufen die Kreditmöglichkeiten ab? Welche gibt es da? Genau. Vielen Dank. Erstmal nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht die GLS-Bank nicht kennen, also Gemeinschaftsbank für Laien schenken. Wir sind überregional tätig, aber kennen uns auch durchaus in Freiburg aus, weil ich habe da auch 13 Jahre gelebt, habe da auch noch Kontakte, weiß auch schon, dass das erste Geld bei Freunden von mir, die Unternehmen haben, angekommen ist. Und, aber nichtsdestotrotz haben wir als GLS-Bank halt die Aufgabe, überregional tätig zu sein. Und genau, und haben, genau wie Herr Cigala erzählt hat, sind wir von der Welle überrascht worden und haben da versucht, ganz schnell und unbürokratisch zu helfen, in unserem Rahmen einer Bank, wie das dann möglich ist, wenn man Finanzierung begleiten möchte. Wir als GLS-Bank haben ganz schnell entschieden, dass unsere Berater in der Eigenkompetenz, das heißt, es ist ja eigentlich immer ein Vier-Augen-Prinzip bei der Bank, und es gibt bis zum gewissen Teil, kann die Bank auch alleine entscheiden, der Berater. Das haben wir sofort angepasst, dass die Berater vor Ort bei den Kunden direkt entscheiden können. Wir können die Hilfe mit einem Überbrückungskredit zur Verfügung stellen. Wir haben sofort unbürokratisch auf Zuruf die Tilgungsaussetzungen in die Wege geleitet. Die sind auch jetzt am 30.03. alle schon wirksam gewesen. Genau, und beginnen jetzt bei diesen Überbrückungskrediten mit den Antragstellungen bei der KfW. Also diese Woche sind die ersten Anträge direkt an die KfW gestellt worden. Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Woche schon die ersten Rückmeldungen oder hoffentlich Zusagen bekommen und damit auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir haben aber auch festgestellt, was bei einem System, weil wir als GLS-Bank, wir sind sozial-ökologisch, also wir haben auch viele Sozialunternehmer und haben da festgestellt, ja, dass die KfW oder die Regierung hat da das eine oder andere durchaus vergessen. Ich will einfach zum Beispiel aus dem Bereich der Kultur, Museen, Theater etc., da ist es sehr, sehr schwierig, jetzt Kreditmittel zur Verfügung zu stellen, weil diese Umsätze schlicht ergreifend nicht nachgeholt werden können, aber auch eine Förderung durch die KfW nicht möglich ist. Aber auch da haben wir schon den Finger gehoben bei der KfW und versuchen da zu intervenieren. Und ja, und haben auch das kleine Problem festgestellt, dass Unternehmer, die jünger wie 2 Jahre sind, also in ihrer Unternehmensgeschichte, also Existenzgründer, kleiner 2 Jahre, dass es da auch eine sehr, sehr schwierige Phase ist, jetzt hier die Unternehmen zu begleiten. Es geht zwar über die KfW, über Startgeld, aber die Kriterien sind halt sehr, sehr, sehr eng und wir haben gegebenenfalls nur einen Jahresabschluss. Also das sind so die Fragen, die wir gerade haben. Und wir haben leider auch Situationen, die nicht immer positiv ausgehen. Das heißt, Unternehmen, die Ende 2019 in der Krise waren und jetzt bei uns anfragen, das ist jetzt einfach für uns, für unsere Berater auch eine menschliche Katastrophe, weil wir einfach nur die schlechte Nachricht bringen können. Wenn es die Zuschüsse nicht retten, können wir und dürfen wir auch nicht, weil das ist ganz klar in den Kreditrichtlinien der KfW geregelt, keine weiteren Kredite zur Verfügung stellen. Genau, aber wir als GLS-Bank haben insgesamt 300
Anträge in den letzten 2 Wochen bearbeitet, die jetzt in KfW-Anträge übersetzt werden. Und wir haben auch weit über 300 Tilgungsaussetzungen bearbeitet. Und alle Kunden, die bei uns bisher sich gemeldet haben, so ist unser Eindruck, sind mehr oder weniger optimal begleitet. Aber auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich denke, auch der eine oder andere wird andere Dinge über uns berichten, aber im Großen und Ganzen sind wir gerade da extrem gefordert und sehr zufrieden mit dem, was wir da leisten. Super. Ja. Vielen Dank für den Input. Vielleicht noch eine ganz allgemeine Frage, weil wir die sehr oft gestellt bekommen. Wie sieht es halt aus mit den Kreditzinsen für diese Förderkredite? Gut, bei der KfW ist ja klar geregelt. Da gibt es halt die Preisklassen entsprechend und da gibt es eigentlich keine Diskussion, sondern da ist halt die Ratingklasse ist festgelegt und entsprechend sind da die Preisklassen. Das heißt, die Ratings wurden nicht explizit jetzt angepasst aufgrund der Corona-Krise. Es sind dieselben Richtlinien, wie sie auch vorher galten. Genau, wird jetzt anhand von Corona wird kein Downgrade vorgenommen. Also das Rating wird nicht, weil das wäre unfair. Also man geht von dem Stand 31.12.2019 aus. Und die Ratingnote kann ja nur anhand eines Jahresabschlusses oder einer Einnahmenüberschussrechnung. Und das heißt, die sind alle von 2018. Und das kann also die aktuelle Situation wirklich ein. Allerdings Ausnahme, wenn die Krise ganz offensichtlich ist. Also das heißt, es ist nicht mehr eine Rettung zu erwarten. Auch da dann werden dann entsprechende Downgrades vorgenommen. Und da müssen wir auch als Bank dann entsprechende Vorsorge betreiben. Aber ansonsten sind die Bedingungen ganz klar an der KfW geregelt. Gut. Da gibt es auch, finde ich, dass wir uns irgendwie bereichern, aber das ist auch gar nicht unser Ansinnen und unser Auftrag. Ja, das ist klar. Gut, vielen Dank für die Information. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die Frage, was können wir hier lokal in Freiburg tun? Welche Netzwerke, Informationsmöglichkeiten gibt es, sozusagen den lokalen Zusammenhalt? Und da bitte ich die Frau Böhme um ihr Wort. Was kann die Kommune überhaupt gestalten? Wo gibt es welche Möglichkeiten? Bitte schön. Also zunächst darf ich mich bei den Kollegen von der IHK und von der GLS Bank auch bedanken für die Ausführungen. Da ist ja auch schon klar herausgegangen, dass was finanzielle Förderung an oder Unterstützung von Unternehmen angeht, natürlich maßgeblich jetzt über das Bundesprogramm oder die Bundesprogramme und das Landesprogramm vorgenommen wird. Eine Kommune ist schon von sich aus nicht mit solchen Geldern ausgestattet. Und wenn ich jetzt mal von Freiburg ausgehe, der ein oder andere ist ja vielleicht auch BZ-Leser, gestern die Überschrift, dass vielleicht auch der Freiburger Haushalt eine Haushaltssperre erleben wird. Das ist ja auch schon ein Signal, was für Mittel da zur Verfügung stehen. Und von daher sind diese Informationen zu den Bundes- und Landesprogrammen so enorm wichtig oder zur KfW-Programm und die Unterstützung da auch durch die IHK, die HWK, die Banken, die da auch entsprechend, muss man wirklich sagen, am Rödeln sind und ich weiß es von der IHK und der HWK, ich denke mal, es war bei den Banken wahrscheinlich nicht anders, auch Wochenendschichten jetzt eingelegt haben und Kollegen zusammengezogen haben. Wir selber haben 3 Kollegen auch der HWK in der Hotline zugestellt, dass wirklich so viel Information so schnell wie möglich an bedürftige Unternehmen rausgeht, die Anträge so schnell wie möglich bearbeitet werden. Viele liegen jetzt bei der L-Bank und es ist aber gut, dass die ersten Dinge zur Auszahlung kommen. Ich möchte auch den Herrn Odenthal von der GLS-Bank auch nochmal unterstützen. Natürlich müssen Bonitätsprüfungen auch in irgendeiner Form stattfinden in dieser Situation, schon zum Schutze der Unternehmen oder Unternehmer, die ja Geld aufnehmen. Und dieses Geld eigentlich, das ist so ein Kredit, normalerweise sollte ich den ja auch wieder zurückzahlen. Und wenn ich ihn nicht zurückzahlen, dann habe ich gewisse Dinge, die damit einhergehen, auch Sicherheiten, die ich vielleicht, die erstmal gezogen werden. Und deswegen ist es auch nur seriös, sage ich jetzt mal, wenn diese Bonitätsprüfungen auch vollzogen werden. Ich habe schon gesagt, die Möglichkeiten einer Stadt mit und das gilt, glaube ich, für alle Städte, da mit finanziellen Programmen zu unterstützen, sind eingeschränkt. Was die Stadt Freiburg macht,
Das ist ja auch in einem offenen Brief an die Wirtschaft jetzt nochmal durch den Oberbürgermeister explizit genannt worden, dass im Steuerbereich zinslose Stundungen für Unternehmen angeboten werden. Das gilt auch für ganze Steuerbereiche, wie zum Beispiel bei der Übernachtungssteuer, wo man jetzt eine zinslose Stundung bis zum September sich erstmal geeinigt hat. Das ist natürlich, wie gerade auch schon ausgeführt hat, nicht, dass es ein Verzicht ist. Das muss auch klar sein. Eine Stundung bedeutet, dass es irgendwann doch auch nochmal angefragt wird. Aber in der aktuellen Situation ist es natürlich eine Liquiditätshilfe und in der Hoffnung, dass sich doch jetzt in Bälde zumindest für gewisse Bereiche der Wirtschaft auch langsam, ganz langsam, ich gehe davon aus, es wird uns noch viele, viele Monate beschäftigen, aber langsam doch auch wieder eine Normalisierung einsteht, ist vor allen Dingen die Liquidität natürlich das Hauptthema, ob die Unternehmen überleben oder auch nicht. Es sind ja zum Teil ganz furchtbare Gespräche, die man momentan führen darf, wo Menschen wirklich vor dem Scherbenhaufen ihres Lebensengagements auch sind. Die Stadt hat darüber hinaus, wie viele Städte ja auch, die Kita-Gebühren erlassen für den oder ausgesetzt für den Monat April, was viele Familien zumindest auch finanziell eine Unterstützung ist, weil die Doppelbelastung ist ja enorm. Viele Familien, das Arbeiten ist schon schwieriger, in vielen Firmen ist der Homeoffice auch nicht so einfach umzusetzen. Und dann habe ich noch die Belastung in Anführungsstrichen, dass ich mich um die Kinder kümmern darf. Also von daher ist das sicher auch ein richtiger Schritt gewesen. Die Stadt Freiburg ist darüber hinaus, dass sie natürlich versucht, Angebote auch mitzubündeln. Wir sind im engen Austausch natürlich mit der IHK, mit der HWK, mit den Kollegen im Landkreis Emding und Landkreis Hochschwarzwald, die ja auch zur Wirtschaftsregion Freiburg zählen, aber auch darüber hinaus mit den Wirtschaftsförderern im ganzen Land. Wir hatten erst letzte Woche eine anderthalbstündige auch Telco mit der Ministerin Hofmeister Kraut und der Staatssekretärin Schütz, dem Ministerialdirigent Kleiner. Und das muss man sich mal überlegen, mit die drei Höchsten in dem Ministerium nehmen sich anderthalb Stunden Zeit für die regionalen Wirtschaftsförderer und sind enorm wahnsinnig informiert, hören zu, nehmen Sachen auf. Und da darf ich auch nochmal Gabi Rolland, die ich sehe, dass sie mithört, meinen Dank aussprechen Richtung der Landesregierung und dass da so viel auch möglich gemacht wurde in kurzer Zeit. Ansonsten sind wir eben auch ähnlich wie die Kollegen, man kann ja sagen, es ist ja schon beinahe inflationär, jeder versucht Informationen an die Menschen zu bringen, so auch wir. Wir haben in Abstimmung mit der Stadt Freiburg, die ja wir feiern ja eigentlich 900 Jahre dieses Jahr und das war eigentlich so ein tolles Programm, was auf die Beine gestellt wurde und das hat man jetzt versucht, so weit wie möglich auch zu digitalisieren, kann ich nur empfehlen, auf die Webseite mal zu gehen für 900 Jahre Freiburg. Und das Ganze soll jetzt noch in eine nächste Phase gehen. Ein Stadtnetzwerk soll noch in diesem Monat gestartet werden. Und da sind wir in Vorarbeitung, wenn man so will, auch mit involviert mit unserer Landingpage Wir für Freiburg, wo wir eben auch verschiedene Informationsangebote sammeln, beziehungsweise Angebote. Ich habe auch gesehen, der Herr Motz ist unter uns. Der ist ja auch ist bei Herzschlag und aber auch beim Freiburg mit engagiert und sind ja ein toller Lieferservice von Einzelhändlern auch in der Innenstadt, der sich da etabliert hat. Also es ist ganz, ganz viel Eigenengagement von vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich versuchen, auch gegenseitig zu helfen und zum Glück viele Freiburgerinnen und Freiburger, die dieses Angebot auch wahrnehmen. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt nicht nur eine kurzfristige emotionale Stützung ist, sondern auch dabei sich ein bisschen verfestigt. Gutscheine kaufen, jetzt auch für Ostern kann jeder noch machen, auch online freut sich jeder auch drüber, wenn er dann mal wieder in Gemeinschaft in diese Lokale gehen kann. Das ganze Gleiche gilt natürlich für den Einzelhandel. Wir Bürgerinnen und Bürger haben es eben auch mit in der Hand, wie wir unsere Unternehmen mit unterstützen. Der Cioccolla hat vorhin darauf hingewiesen, der rechtliche Rahmen ist, wie er ist, der ist auch nicht ausgehebelt und von daher ist es natürlich vieles auch im Gespräch mit seinem Geschäftspartner.
Und er hatte ja auch schon gerade darauf hingewiesen, eigentlich ist ein Vermieter interessiert an einem guten Mieter und sollte sich zweimal überlegen, wie er auch in dieser Situation umgeht, wenn er angesprochen wird, wir haben hier Probleme. Ich weiß, dass wir in der Stadt Freiburg in den wenigen Immobilien, die die Stadt hat, mit auch Einzelhändlern oder Gastronomie, das Thema Stundung schon sehr früh gekommen ist und man da sehr entgegengekommen ist. Aber man kann natürlich nur hoffen, dass auch andere Vermieter dem nachkommen, im Sinne auch einer Stabilisierung für diese Gesellschaft. Ich darf noch abschließend einen kleinen Kommentar machen, vielleicht auch als eine kleine Spitze. Und ich darf, bitte mir das zu erlauben, da ich viele Jahre meines Lebens in Asien verbracht habe. Ja, das Ganze kam jetzt überraschend. Aber überraschend, dass solche Arten von Krankheiten es gibt in dieser Welt, da dürfen wir eigentlich nicht überrascht sein. Wir haben Dinge wie SARS 2003 erlebt, Ebola haben wir aber auch nur vom Fernsehen, den Zika-Virus und andere Dinge. Und ich finde es schon und irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass wir zwar diese Dinge wahrgenommen haben, aus dem Fernsehen oder aus der Presse, aber offensichtlich nicht als eine mögliche Realität für dieses Land und diesen Kontinent wahrgenommen haben und dementsprechend auch vielleicht bedingt nur vorbereitet auf gewisse Sachen. Und ich hoffe doch sehr, dass dieser Moment, der vielleicht SARS 2003 für weite Teile Asiens war, dass auch diese furchtbare Erfahrung, wo wir jetzt gerade durchgehen, uns in dem, wenn wir auch langsam ja wieder in eine vielleicht andere Normalität uns zurückentwickeln, wir die Lehren auch daraus ziehen und dass es noch viele Diskussionen geben wird, was bedeutet es denn jetzt eigentlich? Das eine, das andere möchte ich auch was Positives hervorheben. Es gibt auch Chancen momentan, es tut vieles weh, aber wenn ich nur bei uns gucke und wir sind auch ein Unternehmen, wo es Kurzarbeit anmelden werden muss, weil wir eben auch Veranstaltungshäuser haben, die Messe, das Konzerthaus, historisch Kaufhaus. Wir sind für die Touristeninformation und anderem auch zuständig. Wir haben eigentlich nur zwei Kollegen, die aktuell total voll arbeiten. Das sind die am Münstermarkt, weil wir den zum Glück auch betreiben dürfen. Aber wir sind innerhalb kürzester Zeit, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass jeder im Homeoffice arbeiten darf. Und wenn ich vor einem Monat einigen Kollegen gesagt habe, komm, wir machen eine Videokonferenz, geht doch auch irgendwie, da hätte viele doch auch gezögert und das geht nicht und jenes nicht. Und vieles ist jetzt möglich. Und deswegen möchte ich mich auch bedanken bei den Organisatoren. Es ist natürlich schöner, wenn wir jetzt alle in einem Raum wären und es nachher noch ein Bier gäbe. Aber ich finde es toll, dass sie das machen. Und ich denke, dass wir noch auch in Zukunft Bevölkerungsschichten auf diese Art und Weise teilhaben lassen können an Veranstaltungen, die eigentlich die technisch möglich waren schon lange, aber wir gar nicht in unserer Vorstellung hatten. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich denke, dass so ein paar Worte über den Tellerrand hinaus, jetzt rein Informationen, die müssen einfach auch sein. Und das war ja schon sehr interessant, dass selbst Sie von Kurzarbeit betroffen sind. Ich denke, das macht auch noch mal einiges klar. Wir gehen vielleicht in die Fragerunde, weil wir von der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind. Ich habe einige Sachen über meinen Chat schon reinbekommen und würde die erste Frage gerne an, das betrifft wahrscheinlich eher den Herrn Chogalla ganz konkret, dürfen geplante Investitionen in den Antrag mit eingerechnet werden oder nur Fixkosten wie zum Beispiel Miete? Können Sie dazu was sagen? Haben Sie da Infos? Naja, da stellt sich ja für mich die Frage, ob diese Investitionen genau jetzt in diesen Zeitraum reinfallen. Denn der Begutachtungszeitraum, das sind ja diese 3 Monate. Wenn das jetzt reinfällt, ist es natürlich eine ganz klare Geschichte, dass die Liquidität im Unternehmen nicht da ist. Also wäre das ein Ja? Das ist ein Ja, natürlich. Also nochmal, wenn es in diesen Zeitraum reinfällt. Ne? Sprich, eine Investition, die ich im letzten Jahr irgendwie gestartet habe, die dann über einen längeren Zeitraum läuft, über eine Abschreibung zum Beispiel. Was ist mit der? Also klassische, ich habe eine Maschine gekauft, die über 3 Jahre abgeschrieben wird. Da wird es wahrscheinlich schwierig, weil ehrlich gesagt, die Maschine wurde ja bereits im Vorfeld gekauft. Und jetzt ist die Frage, was ist in den nächsten 3 Monaten? Was ist da fällig? Inwiefern schiebt mich das irgendwo in einen Liquiditätsengpass rein? Also ich hätte jetzt Schwierigkeiten, wenn ich das jetzt vor einem Jahr gekauft habe und das war's. Also man muss da wirklich sich ein bisschen von den normalen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen distanzieren. Man muss wirklich reinschauen,
was ist in der Kasse drin an liquiden Mitteln aktuell und was nicht. Und wenn das jetzt so ist, dass das genau in diesen Zeitraum reinfällt, dann würde ich es damit angeben, natürlich. Okay, gut. Das ist soweit klar. Ich sehe schon, wir müssen wir mal schauen. Wir haben eine Anzeige, wie viele Teilnehmer sind, aber von den Fragen her sind es deutlich mehr als die Teilnehmer, die uns angezeigt werden, überhaupt stellen können. Ich gehe einfach mal durch, was jetzt schon von Ihnen und auch von der Frau Böhme gekommen ist, die den Bereich Künstler, beziehungsweise der Herr Odenthaler hat es ja auch gesagt, da ist irgendwie eine Lücke drin, das wird ja auch gefragt. Wissen Sie, also an alle drei gefragt, wissen Sie, was da geplant ist? Gibt es auch eine Soforthilfe für Künstler? Und wenn ja, wann wird das kommen? Gibt es eigentlich? Ja, ist egal, wer zuerst gemeldet hat, antwortet. Herr Czogalla, machen Sie, weil mein Verständnis ist, die dürfen sich auch an Sie wenden als Solo-Selbstständige. Also, ich wüsste gar nicht, was da anders laufen soll, ehrlich gesagt, weil in den FAQs auch der Landesregierung steht ja drin, jeder, der selbstständig ist. Und vom Zimmertheater bis sonst irgendwohin hatte ich schon alles Mögliche in den Anträgen auch gesichtet. Jeder Selbstständige ist grundsätzlich antragsberechtigt. Und wenn der jetzt eine Wünschelrute hat und damit draußen herumläuft, ich sage das jetzt bewusst etwas umgangssprachlich, ohne dass ich das abwerten will, dann ist das eine selbstständige Einkunft und er kann einen Antrag stellen. Also ich kann das auch nur noch mal bestätigen. Ich bin ja nicht die Anträge annehmend, aber vor 2 Wochen gab es da aufgeregte Anrufe aus der freien Szene. Und ich auch da möchte ich noch mal die Kollegen von der IHK, HWK, im schnellsten Wege telefoniert, geklärt, Rückruf und das geistert aber so ein bisschen rum. Ich hatte gestern auch ein Gespräch mit Gästeführern der Stadt Freiburg, die ähnlich dachten, da kann ich überhaupt nichts beantragen, habe ich gesagt, also wer sagt denn das? Also ich bitte euch, nehmt diese Anträge ernst und geht an die IHK ran und man muss doch sehen, die Landesregierung hat doch erkannt, da ist ein Problem, gerade bei den Kleinen und die Bundesregierung. Und sie möchte das Geld auch gerne rausgeben. Natürlich nicht, soll es nicht missbraucht werden. Schon allein deswegen gibt es ja auch diesen Deckel mit den 9.000 Euro und dann fortfolgende. Aber innerhalb dieses Rahmens geht man davon aus, dass da auch gar nicht so viel Unfug getrieben werden kann und dass da die Unternehmenden doch bitte auch diese Unterstützung wahrnehmen. Ich möchte auch da nochmal darauf hinweisen, es gibt natürlich eine Lücke, wenn man so will. Viele der Bundesprogramme gehen eigentlich auf Unternehmen über 250 Mitarbeiter. Da kommt dann vieles. Und das Land, so hatte ich die Frau Hofmeister-Kraut zumindest verstanden, Gabi, kann ich jetzt nicht hören und sehen, aber du kannst es vielleicht, könntest es schriftlich bestätigen, dass die vor allen Dingen sich eben in diesem Bereich Unternehmen zwischen 10 Mitarbeitern und 250 Mitarbeitern überlegen, wie sie da auch unterstützen können. Und deswegen auch ganz bewusst diese Aufstockung des Bundesprogramms von 10 bis 50 Mitarbeitern. Okay, dann vielleicht noch was Informationen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frau Gabi Rolland sitzt für die SPD im Landtag Baden-Württembergs. Die Info klar ist. Gut, dann haben wir noch eine sehr interessante Frage und das zwar bestätigt. Wir hören gerade, Frau Rolland hat das bestätigt, die Aussage, also da ist mal dran. Die Ratingnote, das hatten Sie, Herr Odenthal, vor uns schon noch, auch noch mal gesagt, die bleibt ja gleich und jetzt kam hier die Anfrage, wo kann man denn die quasi auf die Schnelle für sich selbst ableiten? Also wie könnte man als Unternehmer jetzt sagen, okay, ich komme wahrscheinlich nie in die Ratingnote. Gibt es da irgendeine Art Webseite oder wie funktioniert das? Nein, da gibt es keine Webseite, da gibt es nur einen ehrlichen Banker. Eigentlich ist das ein Grundverständnis einer Kundenberatung, dass unsere Kunden wissen, wie sie geratet. Also wir machen das nach Schulnotensystem. Es gibt, da hat jede Sparkasse hat ein anderes System wie Volksbanken. Wir als GLS-Bank haben das gleiche wie die Volksbanken, aber die Deutsche Bank, Commerzbank, jeder ein anderes Rating. Aber jeder Kunde sollte sein Rating kennen, weil das ist natürlich ein Grundindiz für Kreditvergabe. Auch für die Preisdiskussion ist es. Also deswegen, das können Sie nicht auf der Homepage abfragen, sondern einfach nur bei Ihrem Firmenkundenbetreuer. Der hat das. Der sieht es sofort. Mhm.
Gut, okay, vielen Dank. Jetzt schaue ich nochmal, es gibt offensichtlich relativ viele Fragen zu diesem Kreditprogramm, auch von der KfW. Da geht es dann darum, es gibt wohl eine Diskrepanz zwischen Bereitstellungszins, Zins und Vollfälligkeitsgebühr. Vorfälligkeitsgebühr, Entschuldigung. Können Sie das vielleicht ein bisschen aufklären? Also was ist der Unterschied zwischen dem Bereitstellungszins und dem eigentlichen Kreditzins? Das ist so, verstehe ich die Frage. Und was hat es mit dieser Vorfälligkeitsgebühr auf sich? Also genau, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Der Bereitstellungszins, der fällt an für die Bereitstellung des Kredites. Ich meine, das, aber jetzt kann ich es auf die Schnelle nicht durchscrollen, dass das 6 Monate sind. Das heißt, ab dem Tag der Zusage, also der Bewilligung der KfW-Mittel, bis die Darlehensmittel abgerufen werden, können 6 Monate vergehen, bevor die Bereitstellungszinsen anfallen. Das heißt, wer in den nächsten 6 Monaten den Kredit nicht abnimmt, muss trotzdem Bereitstellungszinsen bezahlen. Das heißt, es ist einfach der Kostenfaktor dafür, dass man diesen Kredit zur Verfügung stellt. Und soll einfach verhindern, dass jemand hier sich Liquidität sichert, ohne die Notwendigkeit zu haben. Oder auch Investitionen, die Liquidität sichert, ohne die Notwendigkeit zu haben. Und die Vorfälligkeit, das ist einfach der Zinssatz für das vorzeitige Beenden des Kreditverhältnisses. Das heißt, wenn das Darlehen ausgezahlt wurde und ich merke nach 3 Monaten, ich kann es in voller Höhe zurückzahlen, dann ist der entgangene Zinsschaden zu erstatten. Und das ist die Vorfälligkeit. Okay, gut. Das heißt also, der Kredit wird vor Ablauf der Laufzeit sozusagen zurückgezahlt und dann muss man halt den ergangenen Zinsschaden erstatten. Okay, das dann ist auch bei diesem KfW-Programm so vorgesehen. Aha. Vielleicht noch dann anschließend ist noch die Frage, es gibt bei der L-Bank, bei den L-Bank-Krediten einen verminderten Auszahlungsbetrag von 1%. Was hat es damit auf sich? Das wäre jetzt ein Agio. Diese Agio, Entschuldigung, und ist mir jetzt nicht bekannt. Wobei wir uns als GLS-Bank, weil wir ja deutschlandweit aktiv sind, komplett auf die KfW konzentrieren, um unsere interne Abteilung nicht mit den unterschiedlichen Landesprogrammen. Das müsste man im Nachgang nachliefern, die Antwort. Aber ja. Ist mir nicht bekannt. Das gab es vor vielen, vielen Jahren noch, dass man mit die SACHO gearbeitet hat, aber das ist mir jetzt nicht bekannt, dass es irgendwo noch... Den Begriff die SACHO erklären, für die, die es nicht wissen, was das bedeutet? Das heißt einfach, ich stelle einen Kredit zur Verfügung, die Kreditsumme ist 100%, ich zahle aber nur 99% aus und habe dafür einfach einen geringeren Zinssatz. Und durch diesen Abschlag ist halt der Ertrag vorweggenommen. Ist aber überhaupt nicht mehr üblich, nach meinem Kenntnisstand. Dann müssten wir da einfach recherchieren, was es damit auf sich hat, um das offensichtlich beim L-Bank-Kredit... Ich roll hier gerade mal durch unseren... Auch gerade, ich finde auch nichts. Okay, gut. Von der L-Bank FAQ, also da sehe ich gar nichts in diese Richtung. Ein Missverständnis. Eine andere Frage, die ich mir persönlich als Freiburger auch schon gestellt habe, wir haben zum Glück, sage ich mal, noch die Wochenmärkte geöffnet, also es ist jetzt eine andere Richtung. Und wer über den Wochenmarkt schlendert, wird feststellen, mit den 1,5 Metern wird es nicht so genau genommen. Ich gebe die Frage trotzdem mal in die Runde, weil es natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die lokale Wirtschaft ist. Gerade unsere Bauern, die dann direkt den Markt beliefern, wir wollen die natürlich unterstützen, aber sollte man da nicht irgendwie nachjustieren? Und Frau Böhme, wie ich es bei uns gehört habe, genau, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja dafür zuständig. Ja, also wir haben natürlich ganz viel schon nachjustiert und wir sind im täglichen Austausch mit dem Amt für öffentliche Ordnung werden jetzt am Wochenende oder haben am Wochenende auch werden den Markt erweitern, um einfach zu schauen, dass da die Abstände mehr eingehalten werden, haben ja auch die Bierbänke dahin gemacht, um Abstände zu forcieren. Wir haben auch Stände, die Getränke ausgeschenkt haben, inzwischen verboten. Wir haben auch leider Marktbeschicker aus dem Elsass sagen müssen, dass wir sie eigentlich nicht mehr empfangen dürfen. Von daher ist da auch schon ganz, ganz viel geschehen.
Es ist ja kein Marktbeschicker auch gezwungen zu kommen. Also das, die, sag ich mal, die, so wie sie auch an normalen Tagen natürlich angehalten sind zu kommen, je nachdem, wie sie sich, sag ich mal, angekündigt haben. Aber es ist schlussendlich, sie haben keine Kosten, wenn sie jetzt nicht erscheinen. Und von daher ist eine Abwägung auf deren Seite. Und ich würde auch sagen, das Gleiche gilt natürlich für diejenigen, die den Markt besuchen. Ich denke, wenn man da ein ungutes Gefühl hat bei allen Vorkehrungen, die getroffen sind, dann würde ich die Leute doch bitten, einfach den Markt auch zu vermeiden. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten einzukaufen. Es gibt auch Möglichkeiten, es gibt ja auch Lieferservice jetzt von den Marktbeschickern selber nur eingeschränkt, weil die ihre Stammkunden dann auch beliefern und ansonsten natürlich gerade in den letzten Wochen auch eine Phase war, wir sind ja ein Selbsterzeugermarkt in weiten Teilen und diese Jahreszeit hat es nun mal so an sich, dass viele Dinge nicht unbedingt gerade frisch von der Ernte kommen, sondern dass sie ihre Restbestände auch aufbrauchen und es wäre jetzt ja auch ein bisschen widersprüchlich, wenn ein Selbsterzeugermarkt dann auf einmal im Großmarkt nur einkauft, um die Dinge da darzustellen. Aber ich kann nur sagen, wir sind, wie gesagt, im engen Austausch und ich finde, das ist auch das Schöne an einer freiheitlichen Demokratie, wo wir zwar gerade sehr eingeschränkt sind, aber bei den Dingen, die wir noch machen dürfen, dass wir doch da auch dann selbstständig entscheiden können, ob wir da hingehen oder nicht, zwingt uns ja niemand auf den Markt zu gehen. Ja, das ist klar. Also ich denke, es ging eher in die Richtung, dass es vielen Leuten aufgefallen ist. Das ist auch meine persönliche Rückmeldung, auch mein Eindruck, dass da Verbesserungspotenzial besteht, weil die Supermärkte, zumindest so, dass die Rückmeldung, die ich habe, man nimmt es sehr positiv auf, wie sie sich darum kümmern, dass die Abstände eingehalten werden, dass nicht nur vor der Kasse Sachen auf den Boden geklebt werden, sondern auch generell im Supermarkt und das offensichtlich ganz gut funktioniert. Und vielleicht zu dem Thema, weil hier auch ziemlich viele Fragen reinkommen, das ist dann die Exit-Strategie. Wir planen dazu auch nochmal mit Vertretern von der Stadt und auch vielleicht vom Land nochmal eine extra Webinar zu machen, wie wir da rauskommen, weil es sind so viele Dinge, die ja, manchmal auch unlogisch sind. Warum muss ein Buchladen geschlossen haben? Dort könnte man das ja prinzipiell auch machen, solange der Abstand gewahrt ist. Und beim Kleidungsgeschäft vielleicht ungünstiger wegen Umzugskabinen, aber es gibt auch Kleidung, die man einfach so kauft, ohne sie anzuprobieren. Das sind alle solche Sachen. Was ist mit einer eventuellen zweiten Welle? Wollen wir gerne in einem extra Webinar nochmal abklären. Deswegen möchte ich jetzt da nicht weiter darauf eingehen. Vielleicht nochmal, Ja, Herr Czokalla. Jetzt habe ich doch auch nochmal eine ganz persönliche Botschaft an dieser Stelle, die mir einfach auch ganz wichtig ist. Die Frau Böhme hatte vorher auch schon mal so kurz ein bisschen über diesen wirtschaftlichen Part hinweggehoben. Wir sind eine unglaublich eng vernetzte Region am Oberrhein, auch gerade mit der französischen Seite, mit dem Elsass. Und ich habe jetzt aber schon aus verschiedenen Gesprächen in den letzten paar Wochen immer wieder so den Eindruck gewonnen, dass man da sehr vorsichtig ist, wenn halt jetzt Elsässer rüberkommen nach Deutschland. Viele Unternehmen fragen auch, was soll ich denn mit einem Arbeitnehmer machen aus dem Elsass? Darf der denn jetzt überhaupt noch kommen? Und da muss man ganz klar wissen, für Grenzpendler sind die Grenzen weiterhin offen. Und ich will jetzt auch nochmal hier ein bisschen Mut machen. Also nicht jeder, der aus dem Elsass kommt, ist auch irgendwie infiziert in irgendeiner Form. Man darf natürlich auch nicht völlig blauäugig sein. Und sofern man im Unternehmen Sicherungsmaßnahmen treffen kann, dann sollte man die auch treffen. Man kann ja beispielsweise auch Arbeitsplätze entsprechend so gestalten oder Schichtsysteme einführen oder eben, wie die Frau Böhme das vorher auch schon gesagt hat, dass man eben Homeoffice-Optionen einrichtet. Aber wo ich auch so ein bisschen dafür appellieren möchte, dass wir nicht wieder in unseren Köpfen diese Grenzen hochziehen, die jetzt über so viele Jahre wirklich erfolgreich abgebaut wurden. Vielen Dank. Ja, das kann ich auch persönlich nur unterstützen. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen. Vielen Dank. Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu den Spezialfragen. Da kommt noch einiges in Richtung dieses Bankratings. Ist auch eine naheliegende Frage. Herr Unthal, Sie haben es eben gerade gesagt, Sie haben dasselbe Ratingverfahren wie die Volksbanken, die Commerzbanken und Deutsche Bank hat wieder ein anderes. Gibt es sozusagen so eine Art Übersetzer? Sprich, die Frage ist ja naheliegend so, man möchte seine Bank wechseln, weil man nicht zufrieden ist oder sonst was. Kann man
quasi schauen, okay, ich habe jetzt bei meiner Volksbank das Rating X und möchte aus irgendeinem Grund zur Bank Y gehen. Wie ändert sich mein Rating? Kann man das vorhersagen oder wie funktioniert das sozusagen in der Praxis? Genau, also das Ratingverfahren hat ja als Ziel sozusagen so eine Auswahlwahrscheinlichkeit zu ermitteln. Das heißt, in der besten Bonität fallen von 100 0,x% innerhalb eines Jahres in die Insolvenz. Und das ist, egal welches Ratingverfahren, immer das gleiche Ergebnis. Das heißt also, zum Beispiel bei der KfW ist 2,8. Das heißt also, von 100 fallen 2,8 in die Insolvenz. Das ist so die Untergrenze, wo man ist. Und deswegen, aber man kann das auch wunderbar im Internet finden, über Ecosia einfach mal die Nachricht reingeben, Ratingverfahren, und dann kriegt man die Übersetzung, weil ich kenne jetzt das der Deutschen Bank und der Commerzbank kenne ich nicht, aber da gibt es Punkte, der eine hat von 1 bis 100, wir haben von 1 bis 6 und dann noch Untergliederungen A bis E. Und bei einer Volksbank oder bei einer Genossenschaftsbank kann ich jetzt sagen, bei 3a wird es spannend. Also wenn das jemandem hilft, also 3a, das ist eine Ratingnote, da werden die Gespräche jetzt sehr, 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 sehr spannend und für alle schwierig. Aber vielleicht hat die Frau Böhme was von der Ehe. Nee, ich will eigentlich, also wenn ich Sie, Herr Stöhr, gerade richtig verstanden habe, wenn da Unternehmen bisher eine Hausbank hatten, egal wen, und sagen wir unzufrieden sind und jetzt zu einer anderen Bank gehen. Ich glaube, die aktuelle Situation ist wahrscheinlich nicht die beste, eine Bank zu wechseln. Weil, wie der Herr Odenthal ja auch gerade gesagt hat, es geht ja auch darum, mit dem Firmenkundenbetreuer im Austausch zu sein. Und es geht da auch viel, gerade für kleine Unternehmen, wo es schwierig ist, jetzt auch die Unterlagen alle in der Form da zu haben, geht es natürlich auch um eine Kenntnis des Unternehmens. Und die jetzt in der Kürze aufzubauen mit Banken, die man noch überhaupt nicht kennt, halte ich für sehr schwierig. Deswegen würde ich doch bei allem versuchen, überall zu sein, doch sehr auch das Gespräch mit der Hausbank präferieren. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Odenthal. Also vielen Dank, das ist absolut richtig. Also wenn jetzt Neukunden zu uns kommen, keine Chance. Wir sagen, wir wollen unseren Bestand auf jeden Fall jetzt helfen. Und das ist unsere Aufgabe als Hausbank. Ja. Und wie jeder andere, der jetzt Neukunde kommt mit Investitionsentscheidungen oder Gründungen, sagen wir, hab bitte Geduld, bis die Krise vorbei ist, dann kümmern wir uns gerne um dich, aber nicht jetzt in der Phase. Und wir schicken auch Kunden weg, die bei uns jetzt sozusagen KfW-Anträge stellen wollen und sagen, nein, wir sind nicht deine Hausbank, geh zu deiner Hausbank. Da haben wir jetzt auch zum Teil Diskussionen, aber wir sagen dann, es gibt klare Regeln, wann wer Hausbank ist, und in dem Fall sind wir es nicht. Die Aufgabe obliegt deiner Hausbank, dir hier zu helfen oder die Anträge entgegenzunehmen, nicht unsere Aufgabe. Also da müssen wir auch unsere Ressourcen schonen, weil sonst haben wir eventuell auch größere Probleme, weil wir kriegen die Aufträge nicht bearbeitet. Gut, vielen Dank für die klaren Aussagen. Ich denke, das wird auch einigen weiterhelfen, die jetzt mit dem Gedanken geliebäugelt haben. Ich denke, klar, Schuster bleibt bei den meisten sozusagen. Es kommt hier nochmal weiterhin Fragen zu den Krediten. Das geht dann vielleicht auch Richtung IHK, weil das ist Sie als Jurist eine grundlegende Frage. Eben die Kredite, die jetzt kommen, sind nicht zinslos. Das heißt, das klassische Argument, was ich dann höre von einem Gastronomen, der sagt, das ist ja alles schön und gut. Ich kann jetzt halt einen Monat mein Geschäft nicht aufmachen, danach wird es wahrscheinlich schleppend anlaufen. Die Leute kommen dann aber nicht zu mir und essen doppelt so viel, machst du mich in den Fokus? Ich trinke vielleicht doppelt so viel. Wie soll ich das Geld wieder erwirtschaften? Und dazu muss ich halt trotzdem noch Zinsen zahlen. Das heißt, sprich, auch wenn ich jetzt stunde, also es ist ja auch so, es wurde heute noch nicht angesprochen, ich habe auch eine Art Leistungsverweigerungsrecht, sprich, wenn es meinen Geschäftsbetrieb an die Grenze bringt, kann ich halt auch Zahlungen zu Strom und Wasser und so weiter erstmal verweigern, muss die natürlich nachzahlen, aber mit Zinsen. Und dann war halt die Frage, warum ist das jetzt juristisch so geregelt, dass man nicht sagt, okay, wir machen das Ganze jetzt zinsfrei, eben mit dieser Begründung, ein Hotel, was seine Gäste verloren hat, die übernachten dann nicht doppelt. So, wie wollen die Leute das wieder reinholen und wie hätten die dann überhaupt eine Chance, aus dieser Krise rauszukommen? Also, wie gesagt, ja, das ist Stundung, natürlich, klar. Es ist aber so,
das ist natürlich irgendwo dann auch wieder eine Frage an den Gesetzgeber, ne? Wie das letztlich, wie es letztlich geregelt wird. Und wenn es halt so geregelt wird, dass es dann nachher wieder zu verzinsen ist, dann ist das so. Ne? Also da kann man nicht viel machen. Das ist eine politische Entscheidung, dass sozusagen, ja, wir wollen den Zins. Genau. Ja, man könnte auch sagen, gut, wir verzichten auf die Zins. Könnte der Gesetzgeber ja regeln, er könnte im Prinzip den Zins ganz streichen. Das wäre möglich, ja. Okay. Da steht natürlich die Frage im Raum, warum man das nicht macht. Kennt ihr das eigentlich, jemand von Ihnen ist da involviert? Frau Böhme, Sie haben gesagt, Sie haben da auch einen engen Kontakt zum Ministerium. Es muss ja irgendeine Grundlage geben, warum man diese Entscheidung so getroffen hat. Das weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, die ganzen Angebote, die da ja in kürzester Zeit auch aus dem Boden gestampft wurden und die sich natürlich an Instrumenten anlehnen, die man an anderer Stelle vielleicht auch schon mal geübt hat. Geld ist nicht kostenlos. Das ist erstmal ein Grundsatz und ich glaube, da das in der aktuellen Situation, ich kann mir vorstellen, dass es dann im Einzelfall vielleicht auch nochmal Möglichkeiten gibt, da wirklich auch was zu verzichten oder so. Aber ich auch wenn es vielleicht momentan so wirkt, als ob zumindest der Bund und schon weniger beim Land die Mittel endlos sind, das ist ja nicht der Fall. Also wenn ich jetzt die Frau Hofmeister-Kraut richtig im Kopf habe und jetzt, Gabi, vielleicht müsstest du auch nochmal schreiben, aber es sind 5 Milliarden Euro, das ist eine riesige Summe, also 5 Milliarden ist eine 5 mit ziemlich vielen Nullen, die das Land da kurzfristig auch zur Verfügung gestellt hat. Und die Frau Hofmeister-Kraut, das hat dieses Soforthilfeprogramm, was ja zunächst einmal auch diese Stufen bis 10 Mitarbeiter aus Landesmitteln, weil die Bundesmittel sind jetzt ja eben erst seit heute, dass sie da einspringen bis 10 Mitarbeitern, haben die damit gerechnet, dass allein durch diese, sag mal, Betriebe bis zu 50 Mitarbeiter schon 4 Milliarden Euro abgerufen werden. Und jetzt gehe ich mal auf die Seite des einzelnen Unternehmens, die in den Genuss kommen dieser Gelder. Für viele ist 9.000 Euro nicht genug. Die bräuchten viel mehr. Oder 30.000 Euro. Und trotzdem sind es in der Summe so gewaltige Beträge, über die wir schon sprechen. Und ich glaube, da muss man einfach auch sehen, so brutal sich das anhört oder auch ist. Wie ja auch vorhin genannt wurde, es gibt eben auch Unternehmen, die vorher schon Probleme hatten. Oder es gibt auch Branchen, die vorher schon strukturelle Probleme hatten. Und ich glaube nicht, dass der Staat, also das Schreien nach dem Staat, der soll das jetzt alles wieder gut machen. Das glaube ich nicht, dass wir dazu in der Lage sind. Und es ist jetzt eine lange Antwort auf, warum gibt es da Zinsen? Aber ich glaube, das ist eben auch, um in den Köpfen schon auch darauf hinzuweisen, das ist eben keine Soforthilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Da gibt es gewisse Mechanismen. Das ist schon klar. Also vielleicht sollten wir das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nochmal ganz klar sagen. Es gibt halt einen Unterschied zwischen den Soforthilfen. Diese sind nicht zurückzuzahlen. Das ist sozusagen ein Geldgeschenk des Staates, grob übersetzt. Und die anderen Kredite, das war jetzt die konkrete Frage. Ich habe das so verstanden, dass man das natürlich so sieht. Ja, es braucht Kredite und Kredite müssen zurückgezahlt werden. Aber warum mit Zins? Und das war im Prinzip die Frage. Und es ist schwierig zu beantworten, weil wir nicht an den entscheidenden Positionen sitzen. Aber ich denke, das ist eine valide Frage, über die man einfach nachdenken muss. Dass man nicht, wir wissen nicht, wie die Situation gerade ist, da nochmal Gewinner sozusagen hat. Also üblicherweise zahlt eine Bank auch Gehälter über die Zinsen, die sie erwirtschaftet. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren, war das sowieso schwierig. Deswegen gibt es andere Gebühren. Jeder, der irgendwie schreit jetzt über die Gebühren. Aber dieses Geld müsste dann woanders herkommen. Herr Untal, wie sehen Sie das aus Sicht? Also es geht jetzt, ich denke, die Frage geht nicht um einen Kredit allgemein. Dass der Zinsen braucht, ist unstrittig, sondern es geht jetzt konkret darum, für diese Überbrückungskredite, so nennen wir sie vielleicht mal. Es ist, ja, also aus meiner Sicht würden Sie keine Bank bewegt bekommen, diese Kredite zu bearbeiten. Weil wir sind auch Wirtschaftsunternehmen.
Das heißt, Hilfe hin und her, aber wie Frau Böhme sagte, da müssen Gehälter bezahlt werden, da müssen Mieten bezahlt werden, die laufenden Kosten. Und da ist aber schon, das ist halt auch ein Auftrag, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen war das auch so schwierig. Also neben den Risiken, die mit diesen Krediten verbunden sind, wenn es auch nur 10 oder 20% sind, ist es dann auch noch eine Frage des Ertrages, also Aufwand und Ertrag. Weil dann hat ja dann irgendwann das Kreditinstitut oder die Bank das Problem, dass sie Kredite vergibt ohne Ertrag und dann hat die Bank keinen Ertrag und dann kommt der Staat auch wieder. Also genau, und ja, das sind jetzt, die Zinsen sind sehr, sehr moderat. Also es gibt halt, ist halt notwendig. Genau. Deswegen. Okay, ja gut, das ist ja eine valide Antwort, Herr Czogalla. Also wo man vielleicht aus meiner Sicht nochmal drüber nachdenken könnte, wenn es um Steuerstundungen und Co. geht, ob man da nicht sozusagen eine Regelung findet, dass zumindest mal hier keine Zinsen dann fällig werden. Ne? Aber das ist dann eventuell eine Hausaufgabe, die das Land oder auch der Bund eben noch nachholen müssen. Ich glaube auch, dass die eine oder andere Regelung da jetzt noch nicht ganz rund ist. Es liegt einfach daran, dass es unglaublich schnell geht. Wann hätte es denn schon mal jemals eine Situation gegeben, wo Landesgesetze übers Wochenende verabschiedet werden? Also ich glaube, dass da an der einen oder anderen Stelle auch noch Nachholbedarf ist. Sehe es aber gerade auch bei den Krediten in der Tat als schwierig an. Es wurde ja auch schon gesagt, auch die Banken haben dann wieder irgendwo auch einen Aufwand. Und sonst sind wir nämlich bei dem schönen Bild, was es bei uns auf der Titelseite gibt, diese Dominostraße. Wenn sozusagen das eine umfällt, dann fällt das nächste wieder um. Ich verstehe unter Umständen durch. Also man muss, der Gesetzgeber hat momentan keine leichte Aufgabe. Er muss nämlich sehr fein in diesen funktionierenden Wirtschaftsorganismus eingreifen, damit der Organismus insgesamt noch erhalten bleibt. Als Anregung auch vielleicht noch für die Möglichkeit, es gibt ja in der Energieeffizienz gibt es ja Programme der KfW und da gibt es ja Tilgungszuschüsse. Und das sind ja dann Themen, wo man nochmal drüber nachdenken könnte, wo sagt, der Zins ist ja da, aber am Ende der Laufzeit gibt es halt Tilgungszuschüsse und die wiegen halt den Zinsaufwand auf. Also das ist einfach das Beispiel aus der Energieeffizienz, weil da ist es einfach politisch gewollt, dass da was passiert und entsprechend sind die Tilgungszuschüsse da angepasst worden. Aber in dem aktuellen Programm gibt es halt keine Tilgungszuschüsse. Das wäre aber so als Idee, wo man drüber nachdenken könnte. Da könnte man helfen von der KfW-Seite oder von der Politik. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich denke, den werden wir aufnehmen. Ich sehe gerade noch als Info von einem Teilnehmer, in der Schweiz gäbe es wohl zinslose Hilfskredite. Ich denke, das können wir jetzt nicht validieren, was es da mit auf sich hat und wo dort eventuell der Haken oder die Gebühr kommt. Aber ich denke, für Deutschland ist es jetzt erstmal soweit klar, warum es da Zinsen gibt. Unter anderem, weil es halt jemand bearbeiten muss und das sozusagen seine Marge ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gut, dann kommt nochmal, das habe ich vorhin nicht komplett gefragt, die Frage, da ging es um diese Liquiditätsprüfung. Es ist wohl so, dass bei einigen oder jetzt bei dem aktuellen KfW-Programm mehrjährige Liquiditätsplanung verlangt wird. Und das wäre für junge Geschäfte ein Problem. Herr Unter, ich glaube, das hatten Sie in Ihrem Eingangsstatement grob angedeutet. Wo sehen Sie da eventuell Verbesserungsbedarf oder gibt es da eine Lücke? Oder? Also es gibt in der Tat für junge Unternehmen eine Lücke, weil es werden 2 Jahresabschlüsse sind erforderlich und das hat ein Unternehmen im dritten Jahr noch nicht zum Teil. Also das ist halt schwierig und da greift aber der Unternehmerkredit. Also der KfW-Unternehmerkredit hat aber im Sinne nichts mit Corona zu tun. Und der Ertragsvorschau, also die Liquiditätspläne, die da gefordert werden. Also es ist die klare Ansage, es muss der Jahresabschluss 2018, also Jahresabschluss 2018, die Zahlen aus 2019 in Form von betriebswirtschaftlicher Auswertung, also eine vorläufige Auswertung der 2019-Zahlen. Und dann muss plausibel gezeigt werden, wie es denn nach der Krise weitergeht. Und da ist ja eh schon die große Schwierigkeit, was ist denn nach der Krise? Also wann ist denn nach der Krise? Also da sagt die KfW ganz klar, großzügig, da eine plausibel kann das keiner prüfen, aber mit gesundem Menschenverstand da einfach eine Planung aufstellen, wie es dann weitergeht. Und Kreditgenehmigungsvoraussetzung ist tatsächlich der Zustand
31.12.2019. Aus diesen Zahlen heraus muss das Unternehmen in der Lage sein, die zusätzlichen Kredite zu tilgen oder zu bedienen. Gut, das ist, denke ich, nochmal klar. Gut, ich denke, wir sind im Endeffekt in der Zeit, in der wir bleiben wollten vom Webinar. Wir haben jetzt eine runde Stunde miteinander diskutiert. Ich denke, wir haben viele Informationen teilen können und ein paar Fragen beantworten. Ich sehe, es kommen jede Menge Fragen natürlich rein zum Ausgang oder Exit-Szenario, sprich, wie kann man den Shutdown, wie er so schön heißt, langsam wieder beenden? Was könnte man tun für die nächste Welle? Welche könnte man nicht weiter Geschäfte offen halten und? Was kann die Stadt machen? Ich denke, oder wir fühlen uns in kurzer Absprache hier bestärkt, dass wir dann nochmal ein extra Webinar dann machen. Das wird dann aber natürlich lokal sein, wo wir dann einfach überlegen müssen, wie kann die Stadt vorgehen, in welchen Schritten muss was runtergefahren werden, sollte es eine zweite Welle geben, wie kann man wieder hochfahren. Ich denke, das können und wollen wir auch nicht heute hier machen. Und ich denke, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir diese Welle so weit überstehen. Es ist, denke ich, ein gutes Zeichen, dass die Bundessachen jetzt auch anlaufen, dass wir die seit heute beantragen können. Und ich würde eine kleine Schlussrunde machen für Sie, Referentinnen und Referenten, dass Sie einfach nochmal ein kleines persönliches 1-2-Minuten-Statement abgeben können, wo Sie sagen, hey, da sollte man nachbessern. Sie haben es mitbekommen, unsere Landtagsabgeordnete hört zu, sicherlich noch ein paar andere Leute, dass Sie einfach ein bisschen Input kriegen aus Ihren direkten Fachbereichen, wo sollte man noch wie vielleicht jetzt auf die Schnelle justieren. Herr Unterhaber, weil Sie gerade im Bild sind, fangen wir mit Ihnen nochmal an, also aus Sicht der Bank, wo sehen Sie eine Lücke oder Bedarf? Also wie ich schon versucht auszudrücken, also wir sehen einfach ganz klar die Lücke bei den gemeinnützigen Einrichtungen. Das haben wir den Eindruck, das ist irgendwie vergessen worden, da gibt es aktuell keine Lösung. Also außer, klar, hatten wir auch schon, die Soforthilfe kann jeder Unternehmer beantragen, aber gemeinnützige Einrichtungen, die kommen nicht an die KfW-Programme. Okay, das sollte man angehen. Vielen Dank. Frau Böhme? Also ich hoffe, dass das Land und auch der Bund die Kommunen stärken wird, weil die Kommunen natürlich in vielen Fragestellungen sehr nah dran sind an ihren Leistungsträgern und Bürgern und dass ihnen da auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, um ihre individuellen Situationen gut stabilisieren zu können. Mhm. Herr Czogalla, was ist aus Ihrer Sicht noch notwendig? Also Geld muss schnell fließen für die Unternehmer. Die stellen nicht deswegen den Antrag, weil das erst in 2-3 Monaten sozusagen, weil sie dann wirklich erst auf dem Hosenboden sitzen, sondern die Leute, die mich anrufen, die sitzen momentan auf dem Hosenboden. Und ich muss sagen, in Baden-Württemberg, auch was das Soforthilfeprogramm angeht, glaube ich, liegen wir da im Bundesvergleich sehr gut. Ich habe Meldungen aus anderen Bundesländern, da unterhält man sich darüber, dass das Geld voraussichtlich Ende April bei den Unternehmen ankommt. Also da kann man dann auch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also das wäre die eine Botschaft, Geld möglichst schnell an die Unternehmer raus, sonst bringt es nichts, sonst wäre es eine Soforthilfe. Und zum anderen, wir haben momentan auch noch eben sehr große Probleme bei Unternehmen, die halt mehr als 50 Mitarbeiter haben, bis 250 aufwärts. Da muss man jetzt mal gucken, inwiefern das über diese Kredite, Corona-Kredite, und inwiefern das darüber abgedeckt werden kann und ob das ausreicht oder ob wir nicht hier auch nochmal ein Zuschussszenario dazu bekommen. Aber das werden jetzt so die nächsten Tage zeigen. Super. Vielen Dank. Genau. Dann bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich an Sie drei, dass Sie so auf die Schnelle zugesagt haben und dass das so unkompliziert ablief. Das war jetzt eine Sache von gerade mal so 3-4 Tagen Vorlauf. Das hat mich gefreut, dass das so gut geklappt hat und dass wir alle Informationen haben. Wir haben das, wie gesagt, auf YouTube gestreamt und wir schauen, dass wir noch ein Exzerpt aus dieser Veranstaltung zusammenschneiden und dann permanent auf YouTube stellen, wo dann so die wichtigsten Fragen nochmal abgeklärt werden. Ansonsten nochmal, ich teile meinen Bildschirm. Ich gehe nochmal die Webseiten durch, die für Sie jetzt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, relevant sind. Die eine ist südlicher-oberrhein.ihk.de, wo Sie unter anderem jetzt die Neuerungen finden, dass Sie auch für Ihre französischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kurzarbeitergeld beantragen können. Jetzt ist es gerade weggerutscht. Die Soforthilfe beantragen. Die IHK hat auch ein ganz gutes YouTube-Video hochgeladen, wie man diese Anträge ausfüllen muss. Und hier auch nochmal die Neuerungen dann immer recht prägnant. Die zweite Geschichte ist von Seiten der Bank, in dem Fall jetzt der GLS-Bank, gehen Sie oben auf diesen Tab für die Geschäfts- und Firmenkunden. Das kommt hier oben in der Ecke, dass Sie nicht bei den Privatkunden landen, und schauen Sie halt da, was gibt es, das sind die allgemeinen Informationen, was gibt es Richtung KfW, zum Beispiel Steuerstundung und. Und lokal ist die Seite neu gestartet diese Woche, glaube ich, wirfürfreiburg.de. Also das ist diese allgemeine Seite von der Stadt, wo es nicht nur um die Hilfsangebote geht, sondern zum Beispiel auch Erntehelfer. Wie können wir die lokale Wirtschaft unterstützen, lokale Lieferdienste und. Schauen Sie sich das an. Dann wünsche ich und Ihren Familien hervorragende Ostern, dass das Wetter weiterhin so gut bleibt. Bleiben Sie gesund. Und vielen Dank.